Herzlich willkommen zur digitalen Einführung von Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Wir sind Sascha Hagesheimer und Annabel Leschke und haben die Produktion dramaturgisch begleitet. Ja, Felix Krull, das ist der wohl bekannteste Hochstapler der Literaturgeschichte und vielleicht der erfolgreichste, weil er, so könnte man argumentieren, im Grunde erst durch die eigene Erzählung der titelgebenden Bekenntnisse als Hochstapler auffliegt. Davor in der Geschichte wird er nie erwischt, denn Thomas Mann hat seine Erzählung tatsächlich nie fertiggestellt. Sie ist ein Fragment geblieben. Und der Vorgang, dass Felix Krull sozusagen seine eigene Beichte ablegt am Ende, das ist womöglich sein größter Triumph. Ein Triumph, der zelebriert werden will, der ausgekostet werden will, der auch eine Bühne braucht. Mein Erfolg war vollkommen. Das war der schönste Tag meines Lebens. Es war einer der schönsten Tage meines Lebens. Thomas Mann hat einmal über seine Figur gesagt, das sei eine Künstlernatur, also jemand, der die Welt liebt, ihr aber nicht dienen kann und deswegen danach trachtet, sie in sich selbst verliebt zu machen. Folgerichtig buhlen in Anna-Elisabeth Fricks Inszenierung auch gleich drei DarstellerInnen um die Gunst des Publikums. Annemarie Bründchen, Matthias Breitenbach und Eddie Irle spielen alle drei den Erzähler Felix Krull. Sie erschaffen die Geschichte gemeinsam, sie erzählen den Abend gemeinsam, aber sie konkurrieren auch. Sie konkurrieren darum, der Beste zu sein, der beste Erzähler zu sein, der gekonnteste Hochstapler zu sein. Und sie konkurrieren auch darum, wer das Publikum am gekonntesten an der Nase herumführen kann. Und diese Aufteilung in drei Personen, die beschreibt natürlich die Facetten des Krullschen selbst, diese vielen verschiedenen Facetten, aber es ist auch noch mehr. Es ist gleichzeitig die Beschreibung eines Archetyps der Moderne, also eines Menschen, der sich immer weiter verwandelt, dessen Ich in konstantem Fluss ist und der sich so allen Situationen und allen Herausforderungen dieser Moderne im Grunde stellen kann. Für mich ist Felix Krull eine Inspiration, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen, im richtigen Moment durch die richtige Tür zu gehen und zu erkennen, dass man sich jeden Tag und in jeder Sekunde neu erfinden kann. Ich übte mich. Für mich ist Felix Krull eine Mischung aus Huckleberry Finn, Robin Hood und Baron Münchhausen und eine tolle Theaterperformance. Es ist der Traum vom besseren Selbst, den sich die Hochstaplerin mit jeder Wandlung ihrer Identität erfüllen. Gleichzeitig zeigen sie uns in unserer Gesellschaft, was wirklich zählt und was Bedeutung hat. Gesellschaftliches Ansehen, Erfolg, Reichtum oder auch Liebe sind Privilegien, die vom Schicksal teilweise sehr ungleich verteilt werden. Ich will einen Hut von Karl Lagerfeld! Ich will eine Sonnenbrille von Ray-Ban. Und die Betrügerin für sich einfordern. Die Autobiografie als Triumphstory zu erzählen, gehört in unserer Gesellschaft der Selfies und Selfiness dazu. Krulls Biografie beginnt in Rüdesheim am Rhein als Sohn eines Schaumweinfabrikanten. Schon früh ist sich Felix seiner Begabungen und Fähigkeiten sicher. Und als die Familie verarmt nach Frankfurt ziehen muss, nutzt er seine Talente, um der drohenden Einberufung durch das Militär zu entgehen. Er landet als Page in einem Pariser Sternehotel, wo er sich der Zufallsaristokratie und der Vertauschbarkeit der sozialen Rollen bewusst wird. Die Bekanntschaft mit dem Marquis de Venosta eröffnet Felix dann schließlich die Möglichkeit, selbst seiner eigenen Rolle zu entfliehen. Er und der Marquis tauschen die Identitäten und Felix begibt sich auf eine Weltreise, die in Lissabon beginnt. Bei einem ersten Besuch einer Opernvorstellung, da bemerkt Felix, dass es zwischen Schauspielern und Publikum ein stillschweigendes Einverständnis gibt, nämlich der Betrug des Schauspielers wird hingenommen, er wird nicht als solcher wahrgenommen und daraus schließt Felix, die Welt
will betrogen werden. Ich betete sie an. Sie war der Stern des Zirkus, die Tochter der Lüfte. Die Welt glaubt Hochstaplern, weil sie es will, weil sie sich wünscht, dass die schillernden Persönlichkeiten und Geschichten wahr sind und weil sie selbst daran teilhaben möchte. Thomas Mann erfindet mit seinem Roman die fiktive Autobiografie von Felix Krull, seine Bekenntnisse. Diese dienen aber nicht nur zur Selbstanklage oder einem psychologisch-moralischen Geständnis, sondern besonders auch der Feier des eigenen Ichs und der Selbsterhöhung. Wozu überhaupt Schriftstellertum, wenn es nicht geistlich-sittliche Bemühung ist, um ein problematisches Ich, schreibt Thomas Mann, der unermüdlich an seinem Werk und an seinem Bild in der Öffentlichkeit arbeitete. Die Erforschung des eigenen Ichs sollte ihn ein Leben lang begleiten, wie auch sein Roman ihn ein Leben lang begleitete. 1906 entstanden die ersten Notizen zu Felix Krull. 1913 beendete er die Arbeit an seinem Manuskript, um sie erst 40 Jahre später wieder aufzunehmen. Ja, und mit der parallelen Weiterentwicklung von Autor und Alter Ego lassen sich vielleicht auch die unterschiedlichen Stimmungen der Stationen erklären, in die dieser Roman grob unterteilt ist. Es sind 5 Stationen: Rüdesheim am Rhein, Frankfurt, Paris, Lissabon und schließlich die Weltreise. Und für jede dieser 5 Stationen haben die Ausstatterinnen Mariam Haas und Martha Pinska jeweils ganz eigene Bühnenatmosphären kreiert, also ganz eigene Bühnenstimmungen. Jedes Bild unterscheidet sich vom vorherigen. Und eines ist aber immer gleich, eines scheint immer durch, nämlich die Sichtbarmachung der Kulisse, die Zurschaustellung der Mittel. Der Kulturwissenschaftler Professor Dr. Stefan Poromka von der Universität der Künste in Berlin sieht darin sogar einen besonderen Reiz dieser Hochstaplerfigur und einen gesellschaftlichen Nutzen, denn er argumentiert, dass wir durch diese Figur des Hochstaplers in der Lage sind, die Perspektive zu verändern. Also, dass wir die Möglichkeit haben, hinter die Welt zurückzutreten und sie von der Rückseite zu betrachten und dadurch verstehen, wie die Wirklichkeit funktioniert. Und das ist eine Rückseite, die der Hochstapler natürlich immer kennen muss, damit er sich der Kulisse bedienen kann. Felix Krull, das Faszinierende erstmal fand ich, dass es jemand ist, der sich mit den Umständen, in die er hineinkommt oder geboren wird, nicht zufrieden gibt, dass er nicht zurückschaltet, sondern dass er versucht, seine Position zu verändern, zu verbessern. Und das mit 2 sehr interessanten Mitteln, beides gleichzeitig, nämlich einmal äußerste Wahrnehmung, die Wahrnehmung von allem, was ihm umgibt, und Träumen. Und das sind 2 Sachen, die gehören zusammen. Es geht also gar nicht so sehr um den Betrug, als um eine Wirklichkeit zu schaffen, eine neue Wirklichkeit. Damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Einführung. Und kurz zur Info noch, der Abend dauert 90 Minuten, es gibt keine Pause. Und wenn Sie nach der Vorstellung noch Fragen oder Anmerkungen haben, dann bitte kontaktieren Sie uns sehr, sehr gerne per E-Mail, per Post, per Telefon. Und wir freuen uns über jede Art von Feedback. Wünschen Ihnen jetzt aber erst einmal ganz viel Spaß, einen schönen, unterhaltsamen und anregenden Theaterabend. Vielen Dank. Je nachdem, wann Sie uns jetzt sehen, bis bald oder bis gleich im Nationaltheater Mannheim. Musik